Video zu der Pinkbox aus dem Monat Dezember. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal vorstellen, was diesen Monat drin ist. Und zwar war zuerst drin, als kleine Zugabe, darüber habe ich mich richtig gefreut, eine Kosmetiktasche. Und ich persönlich finde ja, man kann nie genug Kosmetiktaschen haben. Und deswegen über die habe ich mich richtig gefreut. Und dazu ist ja wie immer ein Magazin. Und das finde ich ist auch ein Vorteil im Gegensatz zu anderen Boxen, weil hier immer ein Magazin dabei ist. Und ich persönlich bin ja meistens zu geizig, mir Magazine zu kaufen, weil ja, das hier würde jetzt zum Beispiel 2,50 Euro kosten. Und das ist jetzt die Active Life und zwar geht es da um Fitness, Natur und Genuss. Und das finde ich wirklich sehr gut, die war schon mal drin und ich habe die Zeitschrift wirklich sehr gerne durchgelesen. Und die werde ich dann auch nochmal bald durchlesen, darüber habe ich mich auch richtig gefreut. Ich finde, es können auch ein Fashion-Magazin oder ein Essensmagazin, eigentlich freue ich mich über alle Magazine. Wie gesagt, ich bin halt immer zu geizig, mir immer das selber zu kaufen. Und danke Kati für den selbstgeschriebenen Brief. Ich würde sagen, wir beginnen dann jetzt mit der Pinkbox. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Produkt, was mich am meisten begeistert. Und dann gehen wir so langsam runter zu den schlechteren Produkten. So, und zwar ist das Produkt, was mir am besten gefällt, von TTZ, das Schaumwelten-Goldschatz. Und zwar wisst ihr vielleicht, ich bin nicht der größte Bademensch. Also eigentlich letztes Jahr habe ich vielleicht zweimal gebadet. Einmal, weil ich krank war und einmal, weil ich mal wieder baden wollte. Halt, ich dusche halt immer. Deswegen bade ich nie. Weil ich, das ist irgendwie so ein bisschen Zeitverschwendung. Das ist, ich finde so, baden, man kann doch lieber duschen oder schlafen auch. Ich verstehe nicht, wieso man tagsüber schläft, weil man könnte tagsüber so viel machen. Also, ja. Aber ich habe mir überlegt, ich will mal so ein bisschen Entspannung in mein Leben bringen. Also ich will auch natürlich so busy Tage haben und sowas. Ich mag es auch, wenn ich wirklich den ganzen Tag was zu tun habe, dann bin ich wirklich immer so, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und ich mag solche Tage wirklich sehr gerne, aber ich will mir auch dann mal so Wochenenden machen, wo ich einfach nur bade, lese. Ja, das will ich mir mal so ein bisschen einplanen. Ich habe hier einen Terminkalender, das ist ja auch so ein großer Jahresvorsatz von mir. Einfach halt jeden Tag einzuplanen vorher, beziehungsweise schon auf die Woche heraus einzuplanen, was ich so die Woche über mache. Und ja, dann möchte ich auch mal ein Badewochenende einlegen, wo ich dann auch Gesichtsmasken mache. Ich wollte ja auch mal ein Video darüber machen, wie ich dann so einen Tag gestalten würde. Das heißt, so einen Entspannungstag, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, Wellness-Tag zu Hause sozusagen. Das heißt, ich gehe dann baden mit diesem Schaumwelten, Schaumbad und dann mache ich eine Maske selber, irgendwie sowas. Ihr könnt mir mal sagen, ob euch das interessiert. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und das riecht, finde ich, ganz gut. Das riecht nach Mandel und ich glaube eine Blume. Finde ich aber sehr lecker. Und ich kann euch auch sagen, wie viel das kostet. Das liegt jetzt mit 400 Milliliter bei 4 Euro. Und das ist auch schön. Ich bin immer ein bisschen zu geizig, mir sowas zu kaufen. Deswegen, ja, habe ich mich darüber auch sehr gefreut. Dann fand ich sehr cool von Fräulein Wunder in Lemongrass. Und zwar ist es eine Shower Cream. Und im Sommer und Frühling benutze ich sehr gerne auch Düfte, die so sehr fruchtig, sehr sauer sind. Und das ist halt jetzt Limone. Und das riecht einfach so schön sauer und ich liebe sowas. Besonders auch im Frühling, im Sommer, wie gesagt. Und die Verpackung ist natürlich auch mega süß, Singing in the Rain. Ich weiß jetzt nicht, was das für einen Zusammenhang mit dem Duschgel hat, aber es ist süß gestaltet. Und das ist jetzt in Sondergröße und zwar sind hier jetzt 100 Milliliter drin und das hat einen Wert von 2,50 Euro. Die Originalgröße ist das Doppelte und dann halt 5 Euro. Und dann von SP, das ist so eine ganz teure Marke, davon hatten wir auch mal eine Haarmaske, die ich wirklich auch sehr gut fand. Und das ist, glaube ich, genau dieselbe. Und das ist halt jetzt so eine Sondergröße und das sind jetzt 30 Milliliter. Aber man braucht da wirklich sehr wenig von, also man kommt mit der Größe auch relativ weit hin. Und zwar würden 400 Milliliter 45 Euro kosten, ja. Ich freue mich halt sehr darüber, dass das jetzt hier drin ist. Und dann ist von Weleda, ist okay, ist jetzt so eine Pflegelotion. Die Probe habe ich schon mal von Weleda zugeschickt bekommen. Und ja, riecht halt ganz gut, ist auch eine gute Bodylotion, aber ich finde halt, ist echt eine kleine Größe. Das sind jetzt auch nur 20 Milliliter. Und dann ist als letztes von COSART, dann dachte ich mir erstmal, ja, endlich dekorative Kosmetik drin. Und dann ist es der Eyeshadow in der Farbe 67. So, dachte ich mir, bitte, es ist nicht die Farbe, die außen ist, aber doch. Es ist genau diese Farbe und ihr dürft ihn nicht rausdrehen, weil dann bekommt ihr ihn nicht wieder rein. Sowas hätte man mir eher sagen müssen. Ich habe den dann so runtergedrückt und zum Glück ist dem jetzt nichts passiert. Ich kann euch den hier einmal swatchen. Da. Und das ist halt so ein Silbergrau. Ich werde den vielleicht mal benutzen, wenn ich auf irgendeine Bad Taste Party gehe und dann bis zur Augenbraue hoch oder
Ja, ich kann mir da irgendwie nicht so viel Schönes mit vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist halt einfach nicht meine Farbe. Außer vielleicht, wenn ich mal Winter-Tutorials mache. Das ist ja so eine winterliche Farbe. Und der ist auch Originalgröße und kostet 9 Euro. Naja, muss ich sagen, ich kann halt leider nicht viel mit dem anfangen, aber allgemein freue ich mich halt schon, dass was Dekoratives dabei war. Und ich kann euch jetzt nochmal alle Produkte im Überblick zeigen. Das sind jetzt diese. Und meine Lieblingsprodukte sind auf jeden Fall die beiden. Und ja, über die habe ich mich sehr gefreut und die werde ich auch sehr gerne ausprobieren. Und ja, Pinkfox, dieses Schaumwelten, das solltet ihr vielleicht bei dieser Größe das nächste Mal nicht in die Box tun. Weil es ist mir leider passiert, dass hier meine Box kaputt gegangen ist. Und es ist halt schon ganz schön schade, weil ich die Boxen ganz gerne zum Aufbewahren oder vielleicht auch zum Verschenken benutze. Jetzt zum Verschenken geht es halt nicht mehr, weil die hier halt jetzt kaputt gegangen ist. Das kann aber auch am Transport liegen, also vielleicht passt das auch ganz gut. Schau mal. Ja, okay, eigentlich passt das ganz gut. Aber wahrscheinlich ist das einfach verrutscht, aber ja, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich habe mich trotzdem gefreut. Und ja, ich hoffe, ihr habt das Video genossen und ihr habt Spaß gehabt beim Zusehen und ich habe nicht so viel gelabert. Und schreibt mir doch mal, ob ihr das nächste Mal, ich habe ja jetzt diese Special Edition Glossy Box bekommen und deswegen habe ich keinen Vergleich gemacht, weil ich ja fand, dass wenn das eine Special Edition ist, ist das ganz schön unfair gegenüber der Pink Box, wenn ich das zu einer normalen Dezember Box mache. Und deswegen habe ich mir überlegt, falls ich irgendwann vielleicht zum Beispiel Pink Box Januar und dann Januar Glossy Box dann habe und auch die Januar Pink Box, dass ich dann ein Vergleichsvideo mache. Ich weiß nicht, ob ihr das so besser findet als einzelne Videos. Ich persönlich mag ja Vergleichsvideos lieber, aber ich hatte jetzt halt den letzten Monat leider nicht die Möglichkeit. Ich würde mich natürlich sehr drüber freuen. Ich fände das halt mal ganz cool, aber ich kann mir halt nicht aussuchen, was ich bekomme und ja, ich meine, das erwarte ich auch gar nicht. Also ich freue mich natürlich immer, wenn Boxen mir was schicken und ich euch einfach was vorstellen kann. Und ja, das war's dann jetzt mit dem heutigen Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag mit dem Fashion-Video wieder. Tschüss!